Buongiorno, liebe 1000 PS-Fans. Ja, wie ihr kennen könnt, ich bin voll italienisch gerade unterwegs. Nicht nur, weil ich auf der EICMA bin, hier in Mailand, sondern weil, wie ihr unschwer erkennen könnt, ich bin am Stand von Vespa. Und da schauen wir uns jetzt die neue GTS-Reihe an, weil auch wenn es nicht so wirkt, da gibt es einige Änderungen, also bleibt's dran. Ja, ihr werdet jetzt vielleicht sagen, Horvath, was hast du wieder geschnupft? Die schauen noch komplett gleich aus, die Vespa GTS Modelle. Nein, also eigentlich schon, ja, sie schauen gleich aus, aber es hat sich doch einiges verändert. Das erste gleich, wenn ich schon hier stehe, LED vorne und hinten jetzt bei allen Modellen. Dann noch die Optik hat sich eben leicht verändert. Hier so dieses Chromteil am Kotflügel hat sich leicht geändert, die Verkleidung nach oben leicht geändert. Auch hinten an der Motorverkleidung leichte Änderungen. Ich bin mir sicher, echte Vespa-Fans werden das sofort erkennen. Ich muss dem halt glauben, was Vespa schreibt. Ich bin nicht so ein heißblütiger Vespa-Fan. Liegt vielleicht daran, dass ich noch keine besessen habe. Aber die GTS-Modelle sind ja eigentlich die Modellreihe von Vespa, die die Marke heutzutage definiert. Wenn man schaut, in jeder Großstadt steht in jeder Ecke locker 3, 4 von denen. Und also der Erfolg ist durchaus gerechtfertigt. Und vielleicht wird es noch erfolgreicher, weil die 300er Modelle haben jetzt einen neuen Motor, das ist der 300 HPE, nennt den Vespa. HPE steht hier für High Performance Engine. Was heißt High Performance? Also ja, 23,8 PS, mehr als zuvor, 26 Newtonmeter. Der 125er Motor ist gleich geblieben, das ist der alte Motor, den wir bereits kennen. Jetzt aber auch mit Start-Stopp-Automatik. Sonst die Änderungen an Vespa sind, ja, wie schon gesagt, dezent geblieben. Natürlich, wir haben noch unsere verschiedenen Versionen. Also ich stehe hier vor einer normalen GTS, die aber schon mit ein bisschen Zubehör auf das Touring-Modell fast schon aufgestockt wurde, weil das Touring-Modell steht eigentlich da hinten. Die hat dann eben die Träger vorne und hinten, eine höhere Scheibe. Hier neben mir steht auch die GTS Super in Gelb. Erkennt man an den schwarzen Felgen, das macht die Super-Reihe aus. Und nochmal daneben die GTS Super Sport. Erkennt man an den schwarzen Felgen und an der matten Lackierung. Fällt mir persönlich am besten. Aber ein neues Modell ist dazukommen zur Familie. Und zwar die ist hinter mir. Und zwar die. Die Supertech. Vespa Supertech ist dazugekommen. Supertech steht natürlich für Technik. Das heißt, wir haben ein TFT-Display an Bord. Wir haben volle Connectivity. Also, ihr könnt euer Smartphone damit verbinden. Und all die schönen Spielereien machen, die man halt mit einem Smartphone heutzutage machen kann. Das ist das neue Modell, wird sicherlich auch entsprechend kosten. Preise haben wir jetzt noch keine. Aber das sind, denke ich mal, die GTS-Modelle für 2019 kurz zusammengefasst. Also dezente Veränderungen, neuer Motor für die 300er-Klasse und eben ein wunderschönes neues Modell. Ja, ich würde sagen, ich schaue jetzt hier noch weiter auf der EICMA. Vergesst ihr nicht zu abonnieren, zu liken, zu kommentieren. Gebt uns ein bisschen Feedback. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao!